In der medizinischen Diagnostik lässt künstliche Intelligenz medizinische Experten mittlerweile alt aussehen. Wir sind wirklich am Beginn einer neuen Zeit. Ist es vorstellbar, dass der Roboter, der eigentlich einen Arm wieder zusammensetzen soll, sich entscheidet, den Arm zu amputieren? Ich sage ja mal, wenn jemand Ihnen wirklich schaden möchte, dann ist es viel einfacher, einfach mit einer Schere die Bremsschläuche an Ihrem Auto durchzuschneiden, als den Roboter zu hacken, der Sie operiert. Wir werden immer die Maschine und das, was die Maschine tut, transzendieren können. Aber Herr Baukhager, dann frage ich Sie mal konkret, wenn Sie Politiker wären, was würden Sie denn dann machen, wenn Sie sagen, da fehlen die Rahmenbedingungen? Wie würden Sie das denn gestalten? Okay, also man müsste mit Juristen sprechen, wer haftet, wenn diese Autos Unfälle bauen. Was ich als Politiker machen würde, ist bedingungslose Grundeinkommen einführen und Steuer auf den Einsatz von Robotern und Maschinen einführen. Mir fehlt da unten in der Runde so ein bisschen der kritische Geist. Also Sie stellen Prämissen gar nicht mehr in Frage. Und für mich ist zum Beispiel die Frage, menschliche Freiheit kam zum Beispiel heute gar nicht vor. Doch, also, habe ich gesagt. Ich will autonom sein und nicht mein Auto soll autonom sein. Ganz viele Leute sagen, ich mag keine selbstfahrenden Autos, weil da fühle ich, dass ich keine Kontrolle habe. Da sage ich mal, Sie fahren mit Ihrem SUV 200 Stundenkilometer auf einer nassen Straße. Sie glauben, Sie haben Kontrolle? Müssen wir nicht aufpassen, mit was für Datensätzen wir die künstlichen Intelligenzen füttern, damit sie nicht genauso schlecht werden wie wir Menschen? Wir alle spenden viele, viele Daten an große Firmen und die wissen über unseren Zustand als Gesellschaft so viel mehr als wir selber. Sie können doch nicht anderen die Schuld geben, dass sie gewisse Dienste nutzen, dass sie irgendwo Daten hinterlegen. Wenn sie das nicht wollen, dann dürfen sie das nicht tun. Sie sind mir aufgefallen als der, der am System immanentesten schon argumentiert hat. Ich glaube, dass wie in den Wahlen, die wir in der letzten Zeit hatten, Dritte ein Interesse daran zu haben scheinen, unser Vertrauen in demokratische Prozesse zu unterhöhlen. Man muss AI nutzen, um AI in den Griff zu kriegen. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich glaube nicht, dass der Bürger selbst verantwortlich gemacht werden soll und darf. Ich fühle mich überfordert, ganz ehrlich gesagt. Ich kann meine eigenen Daten nicht schützen. Ich brauche tatsächlich jemanden, der mir sagt, diesem Algorithmus kannst du vertrauen und dem nicht. Und ich hätte nichts dagegen, sage ich jetzt mal en gros, auch wenn ich das vielleicht gefährlich ist, wenn man diese Muster an Maschinen verteilt. Weil ich habe nie den Eindruck, dass sozusagen dort, wo ich selbst ein Gewohnheitstier bin und sozusagen über materielle Formen determiniert bin, dass ich das unbedingt erhalten muss. Und jetzt treten wir plötzlich in ein Zeitalter ein, wo uns Maschinen geistig entlasten können. Das bedeutet, dass plötzlich Berufe von technologischer Fortentwicklung negativ betroffen sind, für die sie studieren mussten. Das war bisher nie der Fall und deswegen habe ich das Gefühl, existiert dieses Unbehagen, weil das ist wirklich eine neue Situation und es muss diskutiert werden. Die Gesellschaft muss sich dem stellen. Wer nicht an diesen spirituellen Gedanken glaubt, der geht davon aus, es ist alles Material und dann können wir es nachbauen. Wir stellen heute fest, dass wir nicht mehr Ware als Gegenstand haben, sondern dass wir Wissen als Ware haben. Und das ist die wirkliche Transformation. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass das Silicon Valley Angst davor hat, dass KI nicht so klug wird wie wir. Denn dann wäre das ja quasi der Beweis dafür, dass es Gott gibt. Der Sinn der Technologie besteht darin, um das abzunehmen, was wir machen müssen und um Zeit dafür zu lassen, was wir machen wollen. Wie wir Menschen das nutzen, wird sicherlich etwas über uns aussagen, was wir sind als Menschen.